Als die Tommies in Liebenau-Steinlager waren, da wohnten die in den Einfamilienhäusern. Da fällt mir übrigens ein, dass meine Mutter immer große Angst hatte, denn nachts schlief die bei uns im Kinderzimmer. Und dennoch waren immer Engländer da, die warfen immer Steinchen an die Fenster. Die wollten irgendwie mit meiner Mutter anbändeln, aber meine Mutter ließ sich natürlich nicht darauf ein. Jedenfalls, also die Tommies, die bauten so zimmerhohe Berge von Kanistern. Die waren ja mit Panzern gekommen und Fahrzeugen. Und die hatten so sehr viele Kanister, Benzinkanister, die bauten die so auf. Und man konnte also sozusagen zwischen den Häusern und diesen Benzinkanister stapeln, auch so Verstecken spielen. Und, so. Und die Tommies liefen überhaupt kreuz und quer immer da herum, hatten irgendwas zu tun und so. Und auch auf kleineren Wegen hinter den Häusern. Und da sind die größeren Jungs auf die Idee gekommen, da wo so ein Weg, so, wo so kleine Wege waren, so tiefe Löcher zu graben, so groß. Und dann so kleine Zweige darauf zu legen und Blätter und dann ganz vorsichtig wieder Sand darauf. Wir wollten nämlich sehen, dass die Tommies da reinfallen. Dann haben wir uns versteckt. Das haben wir zwei oder dreimal gemacht, den ganzen Tag gearbeitet, um so ein Loch zu graben und diese feine, fallenartige Oberfläche herzustellen. Aber es ist leider kein, haben wir nicht gesehen, dass ein Tommy reingefallen ist. Ja, sowas. Ja, und dann habe ich noch so eine Geschichte. Ich hatte ein Gewehr und ich weiß, also das war ein Gewehr der Tommies, aber ich weiß nicht mehr, wie ich da rangekommen bin. Jedenfalls dieses Gewehr, das durfte meine Mutter natürlich gar nicht wissen, dass ich das hatte, das war aber zu schwer zum Spielen. Also da konnte man nicht richtig mitspielen, weil das Gewehr einfach zu schwer. Dann habe ich mir eine Säge aus dem Werkzeug meines Vaters besorgt und habe den Kolben abgesägt. Stundenlang, bis der Kolben ab war, da konnte man schön damit spielen, da konnte man das Gewehr. Und da meine Mutter das nicht wissen durfte, wurde das immer im Wald unter eine Fichte gelegt, aber weil es oft regnete, verrostete das Gewehr, da hatte ich später keine Lust mehr mit dem Gewehr zu spielen.